The trident. The bow and arrow. The axe. The great battle in which Ganesh lost his tusk. We find these symbols. We find the tusk. That's supposed to happen? Dunno. Welcome to downtown Halabadoo. Last known resting place of the Tusk of Ganesh. I don't like it. You don't like anything. Oh, thank you. I'm slipping. You know that treasure hunting is not at the risk of us, right? Neither is being a mercenary. You too. Partners. And hello, gorgeous. Well, history with the Saab made you the obvious choice. You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. It's a limit, can't change his spots. You know nothing about me. Not a casualty of war. Don't! Howdy, folks. Welcome zurück to Uncharted Lost Legacy. Und weiter geht's. Logan. Wird schon schief gehen. Seht ihr sie? Nein, ich sehe sie nicht. Habt ihr verloren? Los, findet sie! Das Team. Komm raus! Sofort! Hier drüben hat's einen erwischt. Hey! Volltreffer! Komm schon! Du kannst nicht gewinnen. Du solltest dir den Mund mit sein. Freund schön von mir.
Deckung im Anmarsch. Verdammt! Komm schon! Hättest du lieber nicht tun sollen. Ich hab ihn getroffen. Oh, ich glaube, das war's. So macht man das. Nicht schlecht. Ja, das ist rumgeballert, ja. Meinst du, der Mechanismus ist über dem Tor? Ich glaube, über dem Tor ist eine Kurbel oder so. Das hier könnte es sein. Okay, kannst rein.
vorsichtig, aber immer. Hallo. Was sind du bei? Okay, rück mal rüber. Ich kann durchaus Auto fahren, weißt du? Klar doch, Süße. Ist mir einfach lieber so. Wow, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Stimmt, aber anders als dein Freund Asaf haben wir einen Vorteil. Die drei Symbole. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, mal sehen. Wir sind ungefähr hier. Ich markiere es unterwegs. Sieh dir mal den Turm an. Wow. Von da oben kann man sicher die Lage sondieren. Vielleicht. Okay. Ich halte nach Asaf Ausschau. Perfekt. Nicht, dass er mir große Sorgen machen würde. Sollte er aber. Wir werden ihn nicht noch einmal überraschen können. Ich glaube, er hat nicht viel von dir erwartet. Moment, war das ein Kompliment? Ja, das klang wie ein Kompliment. Seine Männer sind Idioten, aber Asaf... Wir müssen uns auf jeden Fall von ihm fernhalten. Den Reiz an Menschen wie Asaf habe ich noch nie verstanden. Ganz einfach. Er sucht sich schwache Männer und bietet ihnen Macht. Gibt ihnen eine Aufgabe. Aufgabe? Klingt für mich eher nach Verarsche. Wie bist du überhaupt an Asaf geraten? Was sollte das? Ich will lieber nicht drüber reden. Er schien dich jedenfalls zu mögen. Erinnere mich bloß nicht. War zwar damals ganz praktisch, aber... Ja. Sag schon. Lieber nicht. Vielleicht bei ein paar Drinks? So viel kann selbst ich nicht... Oh, Moment. Vorsichtig. Mehr von Asafs Leuten. Wird schon schief gehen. Erledigt. Das Geschütz ist aufgebaut. Na endlich, warum hat das so lange gedauert? Konnte die Anleitung nicht finden. Anleitung? Genau das habe ich gemeint. Diese Ausrüstung ist veraltet. Wir brauchen richtige Waffen, wenn wir eine anständige Armee sein wollen. Seid dankbar für das, was wir haben. Sagt Asaf nicht immer, dass die Armen nicht dankbar sein, sondern sich erheben und ihre Gegner vernichten sollen. Vorsichtig. Ich sage doch nur die Wahrheit. Moment mal. Hey, hier ist dein Geländewagen. Hier könnte jemand sein. Die müssen in der Nähe sein. Sichtkontakt! Ja.
Das erkenne ich nicht. Es ist keins der drei Symbole. Wir sollten konzentriert bleiben. Lehn niemals eine Chance ab, mehr Geld zu verdienen. Interessant. Eine Art Häusler-Andenken. Es ist keins unserer drei Symbole. Könnte aber zu Hause nützlich zum Handeln sein. Hast du wenigstens was gefunden? Nur irgendein Andenken. Ein altes Häusler-Ding. Denkst du, wir brauchen das? Brauchen? Wahrscheinlich nicht. Wollen auf jeden Fall. Hey, fällt dir was an der Statue auf? Sie hält einen Dreizack. Eines unserer drei Symbole. Ja, und er zeigt auf diese Ruinen. Okay, gut gemacht. Schön, dass ich für was tauge. Was da fängt noch ein Stück an. Stimmt. Du bist die Militärexpertin. Was ist Asafs Strategie? Hat seine Männer ausgesendet und hofft, uns aufzuhalten. Würde ich nicht tun. Was würdest du tun, wenn du Asaf wärst? Außer mich zu rasieren? Mich zurückhalten.
Dich die Arbeit erledigen lassen und dir dann den Stoßzahn wegschnappen, wenn der Knochenjob erledigt ist. Hinterhältig. Wo willst du hin? Wollen wir zusammen hochklettern? Ich würde gerne, aber jemand sollte nach Asafs Männern sehen. Gute Idee. Hoch hinaus. Ja. Ja. Ganz ruhig. Alles gut da oben? Soweit, so gut. Ja. Aber schöne Aussicht, das ist es wert. Aha. Aha. Jo, Mädel. Hast geschafft. Da sind die drei Symbole. Das ging schneller, als ich dachte. Ein Rätsel. Parashuramas Bogen? Was haben wir hier? Direkt auf die Hoysala-Ruinen ausgerichtet. Es ist eine alte Festung. Einfach mitten im Seebett. Ich zeichne dort einen Bogen auf die Karte. Bogen. Mal sehen, was hinter der Axttür ist. Noch eine alte Festung. In den Berg gebaut. Ich markiere das einfach. Deine Axt. Ja, das sehe ich fast nie. Was das wohl ist? Eine Erinnerung für später. Und zu guter Letzt die Dreizacktür. Und noch eine Festung. Kurz hinter den Wasserfällen. Ja. Du kriegst einen Dreizack auf der Karte. Jetzt habe ich schon gesehen. Geheimnisse. Yeah.
umwerfend. Ja. Hier ist es so friedlich. Hier könnte ich den ganzen Tag bleiben. Nadine wird sich fragen, was ich hier treibe. Okay, jetzt sollte ich aber wirklich zurück. Als würde ich einen Preis dafür kriegen. Yo, bisschen Yoga, gell?